Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Es gibt Menschen, die besonders mit dieser Krise umgehen, indem sie diese für sich nutzen. Was diese Menschen ausmacht und was wir alle daraus lernen können, bespreche ich mit meiner Mutter. Sie ist Ärztin, Psychologin und Coach. Also, kannst du dich einmal vorstellen und erzählen, was du machst? Mhm. Hallo, mein Name ist Laura von Torra. Ich bin im Hauptberuf Fernsehmoderatorin mit einer großen Affinität und Leidenschaft zum Sport. Meistens bin ich als Fußballmoderatorin oder Reporterin unterwegs, moderiere seit ein paar Jahren aber auch Unterhaltungsformate wie zum Beispiel Ninja Warrior Germany und ganz aktuell seit diesem Jahr Grill den Hensler. Also ich habe heute mit Laura von Torra gesprochen. Laura ist Moderatorin und ist vor allem bekannt aus dem Fußball. Also bei Laura ist natürlich wirklich alles weggebrochen. Anstatt aber, dass Laura so eine Angst oder Wut dem gegenüber auch verfallen ist, hat sie den Kölner Keller gegründet, also aus ihrem Keller in Köln hat sie angefangen, mit Leuten über die Situation zu sprechen, mit was die Situation gerade bei denen auslöst. Wo Laura eben drüber gesprochen hat, war ihr Vater, der eben nicht mehr der Allerjüngste ist, der dementsprechend auch eine Risikogruppe repräsentiert, dass sie bei dem total das Bedürfnis hat, ihm und seiner Generation klarzumachen, dass die auf sich aufpassen müssen und dass es darum geht, die zu schützen. Wollte ich das einfach ein bisschen menschlicher machen. Ja. Und aus diesen beiden Gründen habe ich gedacht, ey, ich muss ganz schnell irgendwie ein Format entwickeln. Da kommt dann wieder so meine journalistische Seite durch, diese journalistische Pflicht, zu sagen, Aufklärung, ich habe eigene Reichweite, also ich brauche keinen Fernsehsender dafür oder keine große Tageszeitung, sondern ich kann das einfach selber machen. Und dann habe ich angefangen eben mit meinem Dad und einfach den Leuten da draus zu erklären, was unser Familienkonflikt ist. Nämlich, dass ich dem erklären muss, er muss ja zu Hause bleiben. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt nicht so viele Follower über 70 habe oder über 80, aber ich habe natürlich Follower, die Eltern haben, die Großeltern haben. Und deswegen dachte ich, ist es einfach wichtig, über das Thema zu reden, wie erkläre ich das meinen Eltern? Wie erkläre ich das meinen Großeltern? Jetzt habe ich das große Glück, einen sehr prominenten Papa zu haben. Und mit dem habe ich in den letzten Tagen tausendmal telefoniert und wir haben uns ganz oft auch über dieses Thema gestritten. Aber wir beide haben gesagt, ey komm, wir machen das öffentlich, wir zeigen einfach mal, wie die Diskussion bei uns war. Und ich habe dich dann irgendwann angerufen am Wochenende und habe gesagt, bitte, du kommst jetzt nach Hause und jetzt ist auch Schluss mit lustig. Und wie so ein Erziehungsbeauftragter mit dir geredet und gesagt, weil die Lage ist ernst und wir müssen in unserem Land sein, wo wir unsere Sprache sprechen. Und wir müssen natürlich auch kein Hehl draus machen, dass du mit 71 absolut zur Risikogruppe gehörst. Und wir Kinder, Marcel, mein Bruder und ich, dass wir uns da natürlich Gedanken drum machen. Wie kam das bei dir an? Ja, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes, in die Elternrolle zu schlüpfen. Ne? Ja, genau. So fühlt sich das an. Was mir dazu einfällt, ist das Modell der Transaktionsanalyse, das du ja auch kennst. Ja, das ist gut. Mhm. Das Modell der Transaktionsanalyse erklärt, wie wir uns miteinander austauschen. Also welche Transaktionen wir nutzen. Dabei kann es uns helfen, unsere Kommunikationsmuster zu verstehen und gegebenenfalls zu ändern oder zu entwickeln. Es basiert auf Freuds Annahme, dass immer eine von drei inneren Instanzen unser Befinden, unsere Entscheidungen und unser Handeln beeinflusst. Die Transaktionsanalyse geht also auch von drei inneren Ich-Zuständen aus: dem Kind-Ich, dem Eltern-Ich und dem Erwachsenen-Ich. Wie wir miteinander kommunizieren, hängt davon ab, in welchem Ich-Zustand wir uns gerade befinden. Das äußert sich in Betonung und Stimmlage, aber auch in der Wortwahl, unserer Körpersprache und Perspektive auf das Gesprächsthema. Wenn man im Eltern-Ich ist, dann ist man jemand, der einfach allen Regeln folgt und der ziemlich starr ist, also der so keinen Individualismus entwickelt. Andererseits ist es natürlich notwendig, dass wir so den Normen uns auch anpassen, sonst müssen wir diese Art von Gesellschaft ja eigentlich hinter uns lassen. Also das Eltern-Ich kann negativ sein, wenn es in eine zu belehrende und einschränkende und besserwisserische Ebene geht, kann aber natürlich auch
in so einem Fall wichtig sein, weil es sozusagen lehrend, belehrend in einem guten Sinn. Ich glaube, in dem Fall, wo du die Beziehung zum Vater geschildert hast, da ist natürlich die Frage, ob die Belehrung was hilft, aber trotzdem ist da vielleicht, um sich gegen einen Vater durchsetzen zu können, dann auch notwendig, dass man sich selber mal in dieses Regeln und Normen vermittelnde, nicht vermittelnde, sondern diktierende Eltern-Ich hinein beamt und einfach über die Eltern mal regiert. Ich gehe inzwischen sogar wieder über zu Gartenarbeit. Und das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Ich habe heute den Hochdruckreiniger gesucht. Nie. In der Garage. Ja, aber auch nur gesucht. Ja, habe ich gefunden. Und habe jetzt fest vorgenommen, morgen die Terrasse. Frühling. Ja. Also Fotos darf man ja verschicken per Handy. Das würde ich dann nachreichen auf meinem Instagram-Kanal, wie du den Hochdruckreiniger benutzt. Andererseits diese Anpassungsfähigkeit, von der ich erzählt habe. Also Laura ist jetzt als Beispiel. Viel wird gerade entschieden, viel was ihre Karriere betrifft. Und da ist sie eben imstande, das hinzunehmen und zu sagen, ey, die wissen schon, was sie machen. Hi, aus meinem Homeoffice. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, haben wir bis gestern noch Grill den Hänsler aufgezeichnet, eine neue Show für mich. Natürlich auch unter den strengsten Vorgaben, Hygienevorgaben, ohne Publikum. Ich habe mich sehr auf diese Sendung gefreut. Jetzt hatten wir einen positiven Fall bei uns im Produktionsteam und somit hat die Produktion, aber auch Vox entschieden, dass wir die Produktion absagen und ich halte das für die absolut richtige Entscheidung. Wenn wir bei dem Modell bleiben, dann wäre das das angepasste Kind. Also die Verantwortung abgeben an eine höhere Institution, weil das was sehr Entlastendes hat. Ja, automatisch sagt deren Psyche, du mach einfach mit, weil anders geht's gerade gar nicht. Da ist schon jemand, der auf mich aufpasst, hab keine Angst. Ja? Das sind ja psychologisch heilsame Mechanismen in dieser Situation. Ich glaube, in so einer Zeit, du kannst natürlich immer nörgeln oder wenn du persönlich betroffen bist, dann verstehe ich alles. Mhm. Aber ich glaube, in so Krisenzeiten, da zeigt sich eben der wahre Charakter, tolles Sprichwort. Mhm. Und dann ist es auch ganz wichtig, nicht zu den Nörglern zu gehören, sondern zu den Machern zu gehören, die einfach Situationen erkennen, annehmen, auch wenn sie scheiße ist. Ja, mich nervt das auch. Ich bin Lebemensch. Ich will rausgehen, einen Wein trinken, zwei Zigaretten zu viel rauchen, mich mit Freunden unterhalten und Fußball gucken, lang und so toll es geht. Aber es geht eben darum, die Situation anzunehmen und dann zu den Machern zu gehören und nicht zu den Nörglern. Und das da wollte ich einfach mit einem positiven Beispiel für die es interessiert, vorangehen. Ich finde, das erfüllt so den dritten Teil unseres Transaktionsanalysemodells, nämlich den des Erwachsenen-Ichs. Also da, wo ich Verantwortung übernehme und eben schaue, wo kann ich selbst noch etwas tun und vermitteln und Vorbild sein, das wäre dann ein erwachsenes Verhalten. Fassen wir noch einmal zusammen. Kommuniziert eine Person aus dem Eltern-Ich heraus, tritt sie dabei zum Beispiel belehrend oder fürsorglich auf. Im Kind-Ich unterwirft sie sich oder geht in den Widerstand, handelt also zum Beispiel angepasst oder rebellisch. Spricht eine Person aber aus dem Erwachsenen-Ich, so wägt sie zwischen den Bedürfnissen des Kind-Ichs, denen des Eltern-Ichs und denen des Gesprächspartners ab und kommuniziert rücksichtsvoll, bedacht und lösungsorientiert. Immer dann, wenn wir nicht aus dem Erwachsenen-Ich heraus argumentieren, kann es in unserer Kommunikation zu Konflikten kommen, weshalb eine Analyse der Transaktionen dabei helfen kann, unsere Kommunikationsprozesse zu erkennen und gegebenenfalls zu entwickeln. Jetzt auch in der Krise sehen kann, dass all diese drei Ich-Zustände durchaus ein Vorteil sein können, um mit der Krise klarzukommen. Ja, also das, wenn ich im Kind-Ich mal mich einfach anvertraue und in so einen regressiven Zustand mich fallen lasse, dann ist das sehr entlastend. Im Erwachsenen-Ich anderen etwas weitergebe, verantwortungsvoll, dann ist das natürlich eine schöne Aufgabe und auch sehr erfüllend für einen selber und gut für die anderen.
Und wenn ich im Eltern-Ich mal jemanden belehren muss, dann ist das in dieser Situation auch in Ordnung. Und ein reifes Erwachsenen-Ich kann ja zwischen diesen Zuständen eben auch selber entscheiden und hin und her wandern. Hallo Kato! Hi Emily, wie geht's? Gut geht's mir, und dir? Alles gut, freue mich hier zu sein, auf jeden Fall. Bist du ready? Ready, ready. Ich heiße Pato Tenis, Patricio Cervantes, aber alle kennen mich als Pato Cervantes. Ich komme aus Mexico City und ich bin 19 Jahre alt. Und ich wohne hier in Hamburg schon seit einem halben Jahr. Und mega, mega glücklich mit dieser deutschen Adventur und die ganze deutsche Erfahrung. Es ist einfach super, super, super cool. Du bist Fitnesstrainer. Bist du irgendwo angestellt oder bist du selbstständig? Bei High Cycle bin ich Fitnesstrainer. Oh, ich liebe High Cycle in Eppendorf. Ja. Ach Gott, ich liebe es. Wolltest du High Five machen mit mir? Genau. Five Interviews, High Five. Hey. Ich darf auf keinen Fall gezeigt werden, das ist so, wir sind ein Team.